Tropfen, Arschloch. Und du leckst ihn auf. Du gewinnst den ersten Preis. Als hässlichste Kellnerin, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich bin keine verdammte Kellnerin, Sal. Nein? Sal hat eine sonderbare Art, seine Macht zu zeigen. Fly, die Eier seiner Feinde in Gläsern in einem Schrank aufzubewahren, das ist kein Ausdruck von Macht. Das sind kranke und wahnsinnige Taten eines kranken und wahnsinnigen Menschen. Willst du etwa sagen, dass ich schwul bin? Wenn du dir den Schuh anziehst? Du elende Fotze! Du Wichser! Ich kann dich gut leiden, Frankie. Du bist ein netter Mann. Weißt du, von allen Leuten, die ich kenne, bist du die Einzige, die mich Frankie nennt, nicht Fly. Hey! Und wir erzählen Sal nichts davon? Wir erzählen Sal kein verdammtes Wort. Deinen Film machen wir in unserer Freizeit. Wir benutzen nur das Material von diesem Wichser. Ach, das wäre wirklich schön, wenn ich in einem Film mitspielen könnte. Dann könnte ich den Leuten zeigen, was ich kann, weißt du? Ich wäre vielleicht die nächste Jodie Foster. Ja, vielleicht. Obwohl sie wahnsinnig gut war in diesem Film. Der, in dem der Typ die Menschen gegessen hat. Ich könnte auch sowas machen. Menschen essen? Weißt du, Margaret, Sal ist ein merkwürdiger Kerl. Ich werde dir zeigen, was für eine verdammte Sau sie ist. Und danach werden wir ein kleines Quiz veranstalten. Es heißt, wessen Eier sind im Glas? Er ist Abschaum! Ja! Und ich werde diesen Wichser killen. Und ich werde es filmen. Komm doch, du Scheißkerl! Na, komm! Es hat geklappt! Der Tag, an dem ich mir wegen Frankie the Fly Sorgen machen muss, ist der Tag, an dem ich tot sein sollte. Sal stirbt.